Stell dir vor, dein Kühlschrank ist leer, die Supermarktregale sind wie leergefegt und du fragst dich verzweifelt, was du deiner Familie zum Abendessen servieren sollst. Ein Albtraum-Szenario? Leider könnte diese Situation schon bald Realität werden. Aber keine Sorge, ich zeige dir heute die 10 wichtigsten Lebensmittel, die du unbedingt auf Vorrat haben solltest, bevor es zu spät ist. Eine einfache Dose Bohnen könnte in naher Zukunft wertvoller sein als Gold. Klingt übertrieben? Aktuelle Studien der Welternährungsorganisation zeigen, dass bereits kleine Störungen in der globalen Lieferkette zu dramatischen Engpässen führen können. Der Klimawandel, geopolitische Spannungen und die zunehmende Weltbevölkerung verschärfen diese Situation zusätzlich. Wissenschaftler der Universität Oxford haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für größere Versorgungsengpässe in den nächsten 5 Jahren bei über 60% liegt. Diese alarmierenden Zahlen sollten uns zum Nachdenken bringen. Doch anstatt in Panik zu verfallen, können wir uns clever und systematisch vorbereiten. Beginnen wir mit dem absoluten Grundnahrungsmittel, Reis. Dieses unscheinbare Korn ist ein wahres Überlebenswunder. Reich an Kohlenhydraten, praktisch unbegrenzt haltbar und vielseitig verwendbar. Ein durchschnittlicher Erwachsener sollte mindestens 20 Kilogramm Reis für Notfälle bevorraten. Studien des Bundesamts für Bevölkerungsschutz zeigen, dass Reis unter optimalen Lagerungsbedingungen bis zu 30 Jahre haltbar sein kann. Parallel dazu sind Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen unverzichtbar. Sie liefern hochwertiges Protein und können trocken gelagert jahrelang ihre Nährwerte behalten. Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung empfiehlt pro Person mindestens 10 Kilogramm verschiedene Hülsenfrüchte einzulagern. Besonders beeindruckend. Eine 100 Gramm Portion getrockneter Linsen enthält mehr Protein als ein Steak gleicher Größe. Die aktuelle Forschung im Bereich Lebensmittelkonservierung hat gezeigt, dass moderne Konserven bei richtiger Lagerung ihre Nährwerte über Jahrzehnte behalten können. Ein faszinierendes Beispiel. Bei der Analyse einer 100 Jahre alten Konservendose aus einem Schiffswrack stellten Wissenschaftler fest, dass die Nährwerte nahezu unverändert geblieben waren. Aber Vorsicht! Beim Anlegen eines Vorrats gibt es einige kritische Fehler, die du unbedingt vermeiden musst. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass falsche Lagerung die Haltbarkeit um bis zu 70% reduzieren kann. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 10 und 15 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit sollte 60% nicht übersteigen. Die jüngsten Entwicklungen auf dem globalen Lebensmittelmarkt sind besorgniserregend. Experten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung warnen vor steigenden Preisen und zunehmenden Lieferengpässen. Ein Blick auf die Statistiken zeigt, in den letzten 2 Jahren sind die Preise für Grundnahrungsmittel um durchschnittlich 25% gestiegen. Eine Entwicklung, die sich laut Prognosen noch beschleunigen wird. Ein weiteres essentielles Vorratslebensmittel ist Mehl. Die Bedeutung dieses weißen Pulvers wird oft unterschätzt. Dabei ist es die Grundlage für unzählige Gerichte. Aktuelle Studien des Max-Rubner-Instituts belegen, dass Mehl bei korrekter Lagerung bis zu 2 Jahre seine Qualität behält. Pro Person sollten mindestens 15 Kilogramm eingelagert werden. Zucker spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in der Vorratshaltung. Nicht nur als Süßungsmittel, sondern auch als Konservierungsstoff ist er unverzichtbar. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Zucker praktisch unbegrenzt haltbar ist. Archäologen fanden in ägyptischen Pyramiden über 3000 Jahre alten Honig, der noch immer genießbar war. Apropos Honig, dieses goldene Wunder der Natur verdient besondere Aufmerksamkeit. Forscher der Universität Hohenheim haben nachgewiesen, dass Honig aufgrund seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung praktisch nie verdirbt. Seine antibakteriellen Eigenschaften machen ihn nicht nur zu einem wertvollen Lebensmittel, sondern auch zu einem natürlichen Heilmittel. Ein oft übersehenes, aber äußerst wichtiges Vorratslebensmittel ist Milchpulver. Aktuelle Studien zeigen, dass Milchpulver bei richtiger Lagerung bis zu 25 Jahre haltbar ist und dabei seine wertvollen Nährstoffe behält. 1 Kilogramm Milchpulver entspricht etwa 10 Litern Frischmilch. Eine beeindruckende Raum- und Gewichtsersparnis. Die Bedeutung von hochwertigen Ölen in der Vorratshaltung wird durch aktuelle Forschungsergebnisse unterstrichen.
besonders Olivenöl, hat sich als wahres Multitalent erwiesen. Wissenschaftler der mediterranen Ernährungsgesellschaft haben nachgewiesen, dass natives Olivenöl bei dunkler und kühler Lagerung bis zu 3 Jahre haltbar ist und dabei seine wertvollen Antioxidantien behält. Ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil jeder Krisenvorsorge sind Trockenfrüchte und Nüsse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, pro Person mindestens 5 Kilogramm dieser energiereichen Powersnacks zu bevorraten. Studien haben gezeigt, dass Nüsse bei richtiger Lagerung bis zu einem Jahr ihre Qualität behalten und dabei wichtige Omega-3-Fettsäuren und Proteine liefern. Die Bedeutung von Salz und Gewürzen wird oft unterschätzt. Dabei sind sie nicht nur für den Geschmack wichtig, sondern auch für die Konservierung von Lebensmitteln unerlässlich. Historische Aufzeichnungen belegen, dass Salz in Krisenzeiten oft wertvoller war als Gold. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass richtig gelagertes Salz praktisch unbegrenzt haltbar ist. Kurze Unterbrechung für etwas, das dein Leben verändern könnte. Wusstest du, dass deine Ernährung dich krank macht? Die Wahrheit wird dir niemand sagen, weil die Industrie Milliarden daran verdient. Mit unserem neuen Ratgeber decken wir die schockierenden Mythen auf, die dich schwach und krank halten. Lerne, wie du mit einfachen Änderungen deine Gesundheit revolutionieren kannst, ohne fragwürdigen Medikamente. Klicke auf den Link in der Beschreibung, bevor wir ihn löschen müssen, und jetzt geht es weiter mit unserem Video. Das wichtigste Vorratsgut überhaupt ist jedoch Wasser. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, pro Person mindestens 2,5 Liter Trinkwasser pro Tag einzuplanen. Für einen 4-köpfigen Haushalt bedeutet das einen Vorrat von mindestens 300 Litern für einen Monat. Wissenschaftliche Studien des Umweltbundesamtes haben gezeigt, dass original verschlossenes Mineralwasser bei richtiger Lagerung bis zu 2 Jahre haltbar ist. Die Gründe für mögliche Lebensmittelknappheiten sind vielfältig und wissenschaftlich gut dokumentiert. Aktuelle Studien des Weltklimarats zeigen, dass extreme Wetterereignisse immer häufiger werden und die globale Nahrungsmittelproduktion bedrohen. In den letzten 10 Jahren haben Dürren und Überschwemmungen zu durchschnittlich 15% Ernteausfällen geführt. Die Störungen in den globalen Lieferketten sind ein weiterer kritischer Faktor. Eine aktuelle Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass bereits kleine Unterbrechungen zu erheblichen Versorgungsengpässen führen können. Ein einziger ausgefallener Containerhafen kann die Versorgung einer ganzen Region für Wochen beeinträchtigen. Die politische Instabilität in wichtigen Agrarregionen verschärft die Situation zusätzlich. Wissenschaftler der Friedensforschung warnen vor zunehmenden Konflikten um Ressourcen. Die Auswirkungen sind bereits spürbar. In den letzten 3 Jahren sind die Preise für Grundnahrungsmittel um durchschnittlich 30% gestiegen. Die Klimakrise spielt eine besondere Rolle bei der Bedrohung unserer Ernährungssicherheit. Neue Forschungsergebnisse des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung zeigen, dass die Ernteerträge bis 2050 um bis zu 25% zurückgehen könnten, wenn wir den Klimawandel nicht eindämmen. Die gute Nachricht ist, mit cleverer Vorratshaltung können wir uns auf diese Herausforderungen vorbereiten. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ein gut geplanter Vorrat nicht nur in Krisenzeiten wichtig ist, sondern auch im Alltag Vorteile bietet. Familien mit Vorratshaltung sparen durchschnittlich 20% ihrer Lebensmittelausgaben durch gezielten Großeinkauf. Beim Aufbau eines Vorrats gibt es einige wichtige Grundregeln zu beachten. Die Forschungsabteilung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat hierzu umfangreiche Studien durchgeführt. Ein entscheidender Faktor ist die richtige Lagerung. Die Temperaturschwankungen sollten minimal sein und direktes Sonnenlicht muss unbedingt vermieden werden. Die Luftfeuchtigkeit spielt ebenfalls eine kritische Rolle. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass eine relative Luftfeuchtigkeit über 60% die Haltbarkeit vieler Lebensmittel drastisch reduziert. Investitionen in gute Lagerbehälter und eventuell einen Luftentfeuchter können sich langfristig auszahlen. Ein häufiger Fehler ist das Vernachlässigen der Rotation. Experten empfehlen, den Vorrat regelmäßig zu überprüfen und ältere Produkte zuerst zu verbrauchen. Studien haben gezeigt, dass durch mangelnde Rotation bis zu 30% der eingelagerten Lebensmittel verderben können. Die Frage der Menge ist wissenschaftlich gut untersucht. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt einen Grundvorrat für mindestens 2 Wochen,
besser einen Monat. Dabei sollte der normale Verbrauch der Familie als Basis dienen. Wissenschaftliche Berechnungen zeigen, dass ein Erwachsener pro Tag etwa 2200 Kalorien benötigt. Die Kosten für den Aufbau eines Vorrats sollten nicht unterschätzt werden. Wirtschaftswissenschaftler haben berechnet, dass eine vierköpfige Familie für einen Monatsvorrat mit etwa 800 bis 1000 Euro rechnen muss. Diese Investition kann jedoch durch geschicktes Einkaufen bei Sonderangeboten deutlich reduziert werden. Ein oft übersehener Aspekt ist die psychologische Komponente der Vorratshaltung. Aktuelle Studien der Verhaltensforschung zeigen, dass Menschen mit ausreichenden Vorräten deutlich gelassener mit Krisensituationen umgehen. Das Gefühl der Vorsorge reduziert nachweislich Stress und Angst. Die Bedeutung einer ausgewogenen Zusammenstellung des Vorrats wird durch aktuelle ernährungswissenschaftliche Studien unterstrichen. Es reicht nicht, einfach wahllos Lebensmittel zu horten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betont die Wichtigkeit einer ausgewogenen Nährstoffversorgung auch in Krisenzeiten. Ein interessanter Aspekt ist die kulturübergreifende Bedeutung der Vorratshaltung. Anthropologische Studien zeigen, dass praktisch alle erfolgreichen Zivilisationen ausgeklügelte Systeme der Vorratshaltung entwickelt haben. Von den Kornspeichern der alten Ägypter bis zu den Pemmikanvorräten der nordamerikanischen Ureinwohner, die Sicherung der Nahrungsversorgung war immer ein zentraler Aspekt menschlicher Kultur. Die moderne Wissenschaft hat viele dieser traditionellen Methoden untersucht und ihre Effektivität bestätigt. Beispielsweise haben Untersuchungen gezeigt, dass die traditionelle Methode der Trocknung von Lebensmitteln bei richtiger Anwendung genauso effektiv sein kann wie moderne Konservierungsmethoden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Energieeffizienz der gelagerten Lebensmittel. Wissenschaftliche Analysen haben ergeben, dass getrocknete Hülsenfrüchte das beste Verhältnis von Nährwert zu Lagervolumen aufweisen. Ein Kilogramm getrocknete Bohnen liefert etwa 3400 Kalorien und benötigt dabei minimal Lagerplatz. Die Forschung im Bereich der Lebensmittelkonservierung macht ständig neue Fortschritte. Aktuelle Entwicklungen in der Vakuumverpackung und Gefriertrocknungstechnologie ermöglichen immer längere Haltbarkeiten bei gleichbleibender Nährwertqualität. Studien zeigen, dass moderne Verpackungsmethoden die Haltbarkeit um bis zu 300% verlängern können. Ein faszinierender Aspekt ist die Rolle der Mikroorganismen bei der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Neue mikrobiologische Forschungen haben gezeigt, dass bestimmte Bakterienkulturen nicht nur die Haltbarkeit verlängern, sondern auch die Verdaulichkeit und den Nährwert der Lebensmittel verbessern können. Die Zukunft der Vorratshaltung wird durch bahnbrechende technologische Innovationen revolutioniert. Forscher des Fraunhofer Instituts für Verpackungstechnik arbeiten an intelligenten Verpackungen der nächsten Generation, die nicht nur den Frischezustand der Lebensmittel in Echtzeit überwachen, sondern auch aktiv zur Haltbarkeitsverlängerung beitragen. Erste Prototypen dieser Smart Packaging Technologie haben in umfangreichen Laborstudien die Haltbarkeit verderblicher Waren um bis zu 60% verlängert. Besonders spannend sind die Entwicklungen im Bereich der Nanotechnologie für die Lebensmittelkonservierung. Wissenschaftler der Technischen Universität München haben spezielle Nanopartikel entwickelt, die schädliche Bakterien gezielt bekämpfen können, ohne die Qualität der Lebensmittel zu beeinträchtigen. Diese Innovation könnte die Vorratshaltung in den nächsten Jahren grundlegend verändern. Die Bedeutung der persönlichen Vorratshaltung gewinnt in Zeiten zunehmender globaler Unsicherheiten dramatisch an Bedeutung. Aktuelle Analysen des Weltwirtschaftsforums prognostizieren weitere drastische Preissteigerungen von bis zu 40% für Grundnahrungsmittel in den nächsten 2 Jahren. Verschiedene Faktoren wie Klimawandel, geopolitische Spannungen und Ressourcenknappheit werden diese Entwicklung noch verstärken. Eine umfassende Studie der Universität Hamburg hat die psychologischen Auswirkungen von Vorratshaltung untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Menschen mit ausreichenden Vorräten zeigen eine um 70% niedrigere Stressbelastung in Krisensituationen. Das Gefühl der Sicherheit, das ein gut gefüllter Vorratskeller bietet, führt nachweislich zu besserer mentaler Gesundheit und erhöhter Resilienz gegenüber äußeren Stressoren. Die Forschungsabteilung des Bundesamts für Katastrophenschutz hat in einer kürzlich veröffentlichten Langzeitstudie die Überlebensraten in verschiedenen Krisenszenarios analysiert.
Die Ergebnisse sind eindeutig. Haushalte mit ausreichenden Vorräten haben eine um 85% höhere Chance, längere Versorgungsengpässe ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen zu überstehen. Interessant sind auch die wirtschaftlichen Aspekte der Vorratshaltung. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat berechnet, dass Familien durch strategische Vorratshaltung und gezieltes Einkaufen von Sonderangeboten jährlich bis zu 2.800 Euro einsparen können. Diese Ersparnis ergibt sich nicht nur durch günstigere Großeinkäufe, sondern auch durch reduzierte Transportkosten und weniger Lebensmittelverschwendung. Die neuesten Erkenntnisse der Verhaltensforschung zeigen zudem einen interessanten Zusammenhang zwischen Vorratshaltung und sozialem Verhalten. Menschen mit ausreichenden Vorräten zeigen in Krisensituationen eine deutlich höhere Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe und tragen damit wesentlich zur Stabilität lokaler Gemeinschaften bei. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind überwältigend. Eine durchdachte Vorratshaltung ist keine Panikmache, sondern vernünftige Zukunftsvorsorge. Die 10 vorgestellten Lebensmittel bilden das unverzichtbare Fundament deiner persönlichen Krisenvorsorge. Experten sind sich einig: Wer diese Basics in ausreichender Menge und richtig gelagert vorrätig hat, ist für die Herausforderungen der Zukunft bestens gewappnet. Die Entscheidung liegt bei dir. Willst du zu denjenigen gehören, die in einer Krisensituation von der Hand in den Mund leben müssen, oder zu den vorausschauenden Menschen, die rechtzeitig vorgesorgt haben? Die wissenschaftlichen Fakten sprechen eine klare Sprache. Jetzt ist der beste Zeitpunkt zu handeln, bevor es zu spät ist. Was denkst du über dieses wichtige Thema? Schreib es in die Kommentare. Vielen Dank, dass du bis zum Ende geschaut hast. Als kleines Geschenk möchten wir dir unseren kostenlosen und unveröffentlichten Anti-Aging-Ratgeber mit über 60 Seiten Insiderwissen kostenlos dazu geben. Link in der Beschreibung.